Stück 2, Akt 4, Tanz der Vampire. Mit euren Neon Green Monkeys. Es öffnet sich der Bühnenvorhang. Stille bitte. Und schaltet die Handys aus. Sonst werden die eingezogen, liebe Kinder. So sieht's aus. Die Möbel bewegen sich von ganz alleine. Aber bloß, wir müssen jetzt gegen Möbel kämpfen. Ein Poltergeist, Mr. Scamwick. Erinnern Sie sich noch an den beim Schwert- und Messerkongress? Ich wache manchmal immer noch schreiend auf, Sir. Hier die Komparsen. Die in diesem Schwarztheater hier haben. Ja. Ich finde das so geil. Hier, wie sie da oben alle liegen. Diese Vampire sehen zu schlimm. Sorry, ich muss mal ein bisschen lachen, wenn ich hier. So, ich hab mich gefangen, jetzt geht's weiter. Wer wagt es, das Bankett der Kinder der ewigen Mitternacht zu hören? Wer wagt es? Ich dachte, ich wäre schon durch. Entschuldigung. Vampire. Dafür wirst du bluten, Sterblicher. Du wirst unseren endlosen Schmerz spüren. Schrecklich, viele Rüschen in diesem Raum, Sir. Ja, du Herr. Schnell, Mr. Scamwick, ehe sie noch anfangen, Gedichte zu rezitieren. Es wurde nichts geworden mit dieser Kombo. Nee, mir hat der Bonus gefehlt. Ja, da oben. Warum hängt der Bühnenarbeiter da oben am Kronleuchter? Ach, damit er bestimmt, damit er schaukelt. Damit er die Geräusche macht. Ja, wahrscheinlich. Das geht dann auf den Piss. Ich würde sagen, genießen wir es noch mal eine Minute. Ja. Aber schon dieser Unterschied, ne, zwischen den Gegnern und uns, ne? Jo. Yeah.
dir helfen. Alles gut. Lass das Kind gehen, Dämon. Sag den netten Herrn, wie gern du hier bist, kleiner Junge. Mann, oh Mann! Das ist das Größte! Hier könnte ich ewig bleiben! Und ewig sollst du hier sein. Damit wäre die Sache geklärt. Gibt's hier auch Grütze? Ich kann mein Hirn nicht fühlen. Willst du die kleinen Männer mit einem neuen Bruder spielen sehen? Ich mag Partys mit Fähnchen und Pferden. Spielt schön. Ach, ehrlich. Schon eine große Familie. An den Rüschen liegst. Seit sie die tragen, sind Vampire nicht mehr dieselben. Hallo Herr. Es ist vorbei, uraltes Wesen. Macht euch gefasst. Sie mögen Abscheulichkeiten gewesen sein. Aber sie waren meine Abscheulichkeiten. Ich habe mehr besiegte Feinde, größere Combo und trotzdem bist du der Bühnenstar. Das liegt am Ruhm. Das liegt nicht am Ruhm, du hast was laufen mit denen an der Bühne. Das war auch der Tanz der Vampire. Ich habe ja auch eine Tanzschule besucht. Da haben wir's. Geschummelt hat er. Also bis zum nächsten Mal. Bis denn, ciao. Ciao.